geschändet. Mit so viel Zorn, wie ich es selten sah. Ja. Welche Schlacht spielt dich aus? Ich bin einerseits gespannt, was jetzt passiert. Andererseits habe ich wirklich große Angst. Suchen nach Bond. War unsere Würde nicht genug? Kehrt ihr zurück, um meine Familie zu verhöhnen? Und meines Vaters Opfer? Nee, du, alles cool. Verrückte Seherin! Ich bin nicht dein Feind! Welcher der Verräterkönige schickt dich? Brüste! Ich folge keinem König. Und auch vor dir knie ich nicht. War das die richtige Antwort? Vielleicht solltest du einfach knien? Wer eindringt, wird gehäutet wie die anderen auch. Bleib weg! Ich reiße dich auseinander! Ja, das sieht tatsächlich ganz danach aus. Oh komm, das ist voll unfair. Hör auf damit. Wir könnten vielleicht Freunde werden. Wir werden ganz bestimmt keine Freunde. Ich finde dich scheiße. Hör doch auf damit. Hallo, ich war voll lieb zu dir. Ja, du verlässt den Kampfbereich. Schön für dich. Vielleicht war auch genau das der Plan. Mensch, Zelda, vervielfacht dich. Ich bin eine und viele. Welch List ist das? Vor allem, ich treffe die ja nicht mal, die blöde Pisskuh. Die weicht einfach aus. Ja, aber immerhin ein Treffer. Bitch. Warte Sekunde mal, ich brauch... Warte bitte kurz, bevor du mich weiter angreifst. Ich brauche nur ganz kurz hier, ne? Einen neuen Bogen. Dankeschön. Vielen Dank für deine Geduld. Junge, hör doch auf damit. Das ist voll unfair. Ich kann nicht zaubern. Ach, weißt du was? Bring mich doch einfach um. Ich lade danach neu und gut ist. Warum sind die so gemein, ganz ehrlich? Ich würde sagen, wir machen das ganz einfach. Ich schicke euch jetzt in die Pause und danach... Gehen wir einfach in eine andere Richtung. Ich gehe da nicht mehr hin. Scheiß auf diese komischen Wesen aus der Unterwelt oder wo auch immer die herkommen. Die fucken mich ab. Ja, wie gesagt, jetzt erstmal kurze Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück nach der kurzen Pause. Ich habe die Pause mal genutzt, habe die Grafikeinstellung nochmal runtergesetzt. Auch wenn ich das nicht unbedingt wollte. Ja, komisch. War Ewigkeiten nicht jetzt auf einmal. Aber ist mir egal. Ja, wie gesagt, den Typen da hinten, den lassen wir einfach mal, wo er ist. Habe ich ganz ehrlich gerade nicht so viel Lust drauf. Und wir wollten aber hier noch ein paar Orte abarbeiten. Wie zum Beispiel hier. Da können wir hin. Sag mal, waren wir nicht gerade? Ach klar, da sind jetzt wahrscheinlich wieder kleine Schätze, weil hier Neuladen. Ach nee, wir waren hier. Komm, dann machen wir das hier einfach alles mal mit.
Achso, klar, nur drei Sachen. Hier möchte ich dann auch hin. Eigentlich könnte ich von hier... Nee. Mach mal so rum. Die Richtung. Alter, ist eigentlich schon ganz schön weit. So, um diesen Ort hier mache ich mal einen sehr großen Bogen. Ich bin mir sicher, er braucht sein Silber nicht mehr. Da, wo er jetzt ist... Ist auch cool. 600 Meter? 300 Meter. Verstehe ich nicht. Aber meinetwegen... Wir schauen jetzt einfach mal. Achso, ich glaube, dass da zwei Schätze sind. Klar, glauben ist nicht wissen. Hauptsache, ich komme ganz schnell... Ach du Scheiße, Alter! Für welchen Mord soll ich bezahlen? Ich habe niemanden getötet. Ich töte euch jetzt, weil ihr mich angegriffen habt. Weil ihr dreckige Schweine seid. Ihr dreckigen Wegelagerer. Ja. Du Pisser, das hast du jetzt davon. Also wirklich. Unverschämtheit. So, da haben wir noch mal ein Häuschen. Aber dieses Häuschen wird mir komischerweise nicht mal angezeigt. Wir schauen einfach mal, ob es hier irgendwas Hübsches gibt. Voll das Schlammwasser hier, ekelhaft. Okay, die ist von innen verriegelt. Wir müssen irgendwie erstmal hier reinkommen. Fragt sich bloß wie. Ah, ich glaube da oben. Ja, schaut jetzt nicht unbedingt nach reichen Schätzen aus, aber wenn wir schon mal da sind... aber vielleicht hier... Achso, ich wäre wahrscheinlich auch von unten rangekommen. Gut, dafür ist es halt jetzt zu spät. So, hier haben wir nochmal eine kleine Börse. Jägers, bla bla bla. Da hat sich wohl jemand ein bisschen verfolgt gefühlt. So, die Tür ist offen. Was haben wir denn hier? Ja, ich hätte einfach durch den Keller reingehen können. Alter, voll das Siffwasser hier. Gut, darüber. Mhm, ja. Dann wollen wir mal. Schwimmen wir doch einfach mal geschwind ans andere Ufer. Und hoffen, dass wir hier sehr, sehr reiche Schätze bekommen. Weil ich dachte kurz, da sind vielleicht noch Pfeile. Aber dem ist leider nicht so. So, schauen wir mal. Gibt es hier denn irgendwas Hübsches? Ich kann schon wieder mit jemandem reden. Heide, dies ist ein Ort für stolze Bekehrte, so wie mich. Ich suche nach jenen, die sich mir auf meinem überlegenen heiligen Weg anschließen wollen. Junge, wie redest du mit mir? Guter Mönch, du musst mit deinem Glauben nicht prahlen. Dein Glauben ist scheiße. In letzter Zeit herausgefordert? Schon mal über den heiligen Weg nachgedacht? Nö. Er ist besser, das schwöre ich dir. Ich Nö. Bin glücklich mit meinen Göttern. Jo. Sicher nicht so glücklich wie ich mit meinem. Er erlaubt mir, den Zorn abzuschütteln. Ich bin nie wütend. Nie. Schön, ich bin grundsätzlich dich. Eigentlich ganz gern wütend. In meinem Leben bin ich völlig verändert. Nicht mehr auf Besitztümer aus. Wie du. Sie sind bedeutungslos, ja. Weil er mich liebt. Du Alter, komm zum Punkt. Mein Hab und Gut zerstören. Ich werde nie zornig werden. Gut zu wissen. Danke dafür. Du scheinst verloren und... Junge, ich schwöre, ich bringe dich gleich um. Bla bla bla. Uninteressant.
Erstmal was futtern. Achso, nee, können wir nicht. Was genau will ich jetzt hier? Ja, nun zu, zerstöre meine Kisten. Nimm alles darin an dich. Siehst du, ich verspüre keinen Zorn. Du kannst dich hier niederlassen, es stört mich nicht. Bald wirst du deinem Heidentum abschwören. Was ist, wenn ich deine Kuh umbringe? Schlachte mein Vieh. Mir selbst ist nicht danach zumute, aber ich erlaube dir gerne, es zu tun. Mann, Junge, wenn du es mir erlaubst, dann macht das keinen Spaß. Hier los, ist. Zerstöre noch mehr. Mein Glaube ist standhaft. Danke, ist irgendwas Herr, versteckt? Dass du diesen Teufel sendest. Finde den Schlüssel. Schlüssel? Wo bist du? Wo ist der Schlüssel? Junge, ich schwöre, ich bring dich um. Kein Schlüssel. Hallo, jetzt. Ich schwöre, ich raste gleich aus. Ich meine, hier kann ich ein bisschen was plündern. Es ist nicht viel, aber... Wo ist der Schlüssel? Ich will den haben. Ich will hier rein. Ich meine, wie ist denn das, wenn ich ihn jetzt umbringe? Okay, dann schieße ich durch ihn durch. Gibt's hier noch irgendein Versteck? Irgendetwas? Ich schwöre bei Gott, ich fackle gleich seine Bude ab. Ich lese den Brief jetzt nochmal genau. Ist da irgendwas von einem... Da steht halt auch nichts drin. Wo ist der Schlüssel? Und dieses Gehöft, das Vieh, das gehört alles dir? Es gehört nicht mir, sondern Gott. Ich bekenne mich zu Gott und teile alles. Ja, das hattest du erwähnt. Das ist... Ja, nett. Komm, jetzt sag schon, wo ist der Schlüssel? Der muss doch hier irgendwo sein. Da ist irgendwas drin und ich will's haben. Ich muss es haben. Aber hier... Ah, da wird auch noch was angezeigt. Vielleicht ist der Schlüssel ja doch drin. Ich glaube, ich muss eine Bude abfackeln. Oder komme ich irgendwie unter das Haus? Ganz offensichtlich ist dieses Haus unterkellert. Ja gut, wisst ihr was? Ich meine, er hat es mir angeboten. Irgendwo hier. Okay, hier brennt sie nicht. Alter, jetzt fackelt doch die scheiß Bude ab. Ja. Das interessiert ihn halt echt nicht. Dem ist
Eiskalt, alles egal. Immer noch? Genau hier drunter. Sehr seltsam. Ja, da guckst du, ne? Hier geht's bestimmt rein. Das ist ja nicht umsonst genau so davor gestapelt. Da ist der Eingang. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sehr sicher. Glaube ich. Ja, eigentlich bin ich mir nicht sicher, ich hoffe es einfach bloß. Sonst ist alles cool bei dir? Kann das da mal schneller abfackeln? Ich muss da rein. Ich muss irgendwie... Irgendwie muss ich unter das Haus kommen. Weißt du was, weil du so ein Arschloch bist? Ja? Ja, verbrenn die Vergangenheit auf dem Scheiterhaufen. Sag mir, guter Mann, was warst du, bevor du so fromm wurdest? Sag mal, nimmt der Typ Drogen? Genau wie du. Ein dummer Heiler, ohne Ziel und voller Gewalt. Übrigens, du solltest beten, ehe es zu spät ist. Zu spät? Für was? Um eine ewige Landplage zu werden wie du? Und jetzt stehst du auf. Ich fürchte, du hast deinen Stuhl besudelt. Was ist das? Oh nein, das ist... Also, dieser Schlüssel... Tu damit, was du willst. Ja, ich werf den in den Fluss, wenn ich hier fertig bin. Oh, hier stinkt es. Wie auf einem Schlachtfeld. Leichen? Sind das andere Bekehrte oder vergangene Schandtaten? Alter, voll eklig. Entschuldigungen beschmutzen meine Rechtschaffenheit, aber mein Glaube lässt sich nicht beschmutzen. Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei gar nichts. Welche Schandtaten verbirgt dein köstliches Gewand? Was bist du für ein Spast? Was für Schandtaten hast du begangen? Du bist nicht bekehrt, du bist ein dreckiger Lügner. Stammt dein Besitz von der Kirche? Ich bin Christ durch und durch. Ein mildtätiger Geistlicher. Mein Heidentum ist Vergangenheit. Du bist ein Spast durch ich und durch. Ich bin... Ein Heuchler bist du. Ohne Ehre. Du solltest für deine Schandtaten büßen. Unschuldige Menschen sterben durch deinen neuen Glauben. Du hattest deine Chance, Heide. Ich bin dadurch ein besserer, reicherer Mann. Ich habe mich verändert und... drauf geschissen. Ich bin immer noch das gleiche blutrünstige Miststück. Stirb, du da wird wohl jemand wütend. Stirb tausendfach wie die anderen auch. Wie hast du hättest genannt? Auf einen Haufen Scheiße geschworen, du Lügner voll falschem Stolz. Du solltest dich auf einem Ting für deine Schandtaten verantworten. Ich bring ihn um. Letzten Endes hat er eh keine Chance. Bereitwilligsten geben, sind auch die, die vorher zu viel genommen haben. Ich würde voll gern seinen Kopf mitnehmen. Ohne Scheiß. Guck doch, wie er da liegt. Voll süß. So, als nächstes gehen wir mal darüber. Alter, spring doch nicht so laut ins Wasser. Als nächstes gehen wir mal darüber. Hier gibt es nämlich auch noch Schätze. Und... da muss ich mal kurz hochklettern. Einmal ganz schnell. Dauert bestimmt nicht lang. Dann haben wir das nämlich als neuen Schnellspeicherplatz, beziehungsweise Schnellreiseplatz, uns schon mal freigeschalten. Okay.
Lauert dieser Ort zufälligerweise voll Gefahr? Weiß es nicht. Komme ich da einfach so hoch? Ja klar, schwimm da erstmal gemütlich hin. Natürlich. Kann ich hier hochklettern? Gut, kann ich offensichtlich nicht. Aber bestimmt von hier aus. Ja, hier gibt es noch ein paar Schätze. Kann ich von hier immer wieder hier so rüberhüpfen? Und Stück für Stück nach oben? Ach du Penner. Ich muss da drüben hoch. Natürlich muss ich da drüben hoch. Entschuldigung, gute Frau, ich steig Ihnen mal ganz kurz auf den Kopf. Ich bin aber auch sofort wieder weg. Vielen Dank. Sie haben wirklich einen sehr schönen Hut auf. Ich will da nach oben. Bestimmt gibt es da irgendwas Geiles. Ja. Jetzt muss man inzwischen auch noch den richtigen Weg nehmen. Also die Ansprüche werden hier schon immer höher. Was ist das da? Okay, da drüben waren wir schon. So. Guck mal. Ich würde die auch noch mal kurz auf den Kopf steigen. Und Synchro... Alter, ist das laut. Und synchronisieren. Ah, und mich mal hinterm Ohr kratzen. Oh, ist das gut. Oh ja. Da unten ist also nochmal ein Weltereignis. Krass, da war ein Unterwasserkleeblatt. Respekt. So, wir haben hier also nochmal ein Weltall. Was ist nur mit meinem Kopf? Keine Ahnung. Alter! Junge, du hast eine Axt im Kopf. Mein Kopf schmerzt! Leute, ihr könnt mir jetzt wirklich nicht erklären, dass der Typ nicht mitbekommen hat, dass er eine Axt im Kopf hat. Hier drüben, Drängar. Hey da, Fremder. Entschuldige. Ich spüre einen leichten Schmerz. Siehst du etwas an meinem Kopf? Vielleicht einen Ausschlag oder Schnitt, der einfach nicht heilt? Sieht aus wie eine Kampfwunde. Ah, das dachte ich mir. Es muss von meiner letzten Schlacht stammen. Aber du solltest den anderen sehen. Den hat's schlimmer erwischt. Schlimmer als... Das kann durchaus sein, ja. Wenn er kopflos ist. Meine Arme sind vom Kampf taub. Ist ein Verband nötig? Glaubst du, es ist eine ernste Wunde?